Also wenn die Stimme wirklich sitzt, dann höre ich das. Das ist der Moment, wo die Kraft des Körpers und die Klarheit der Gedanken in die Stimme reinfließen. Das muss nicht laut sein, aber das ist immer stimmig. Und diesen Moment suche ich. Du musst wissen, wie du dich stabil und aufrecht hältst, wie du dich bewegst, welche Gestik zu dir passt, wie du atmest. Und du musst wissen, wie du deine Gedanken strukturierst. Das musst du üben und dann musst du es machen. Es genügt nicht, wenn man zur Sache spricht. Man muss zum Menschen sprechen. Ja, schau mich mal an. Ja. Du hattest es eben gut, Ja. nochmal ohne meinen Namen, aber nur denken. Ja. Klare Ansprache. Ja. Wenn es noch nicht stimmig ist, ist es noch nicht gut genug geübt. Ja, immer richtig. Ah, ich muss noch Und jetzt schieb mich mal nach hinten. Und pass mal auf, wenn du atmest. Lass mal wirklich locker. Ja, versuch mal hier ein bisschen lockerer. Lippen locker da drum liegen. Das Wichtigste finde ich den guten Kontakt zu den Menschen, mit denen du sprichst. Ohne diesen Kontakt, ohne diesen Draht kriegst du keine Bühnenpräsenz. Wenn du aber diesen guten Draht hast, dann stellt sich dein Körper und deine Stimme automatisch auf den Raum ein und du kannst in der Situation angemessen reagieren. Das ist das Ziel. Apotheke, Epotheke, Bisschen schneller. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Apotheke, Epotheke, Karpotheke, Epotheke. Es genügt nicht, wenn man zur Sache spricht. Man muss zum Menschen sprechen. Genau, den nehmen wir. Okay. Das ist es. Okay. Stressoren sind Gedanken wie, ich kann nicht gut reden. Ich darf keine Fehler machen. Oder ich muss möglichst schnell und ohne Pause 100% super schlaue Dinge sagen. Das stresst. Natürlich sollte man sinnvolle Dinge sagen, aber Menschen versprechen sich mal. Und man darf und sollte Pausen machen beim Reden. Souverän zu sein bedeutet für mich, absolut zu sich selbst zu stehen, integer zu sein. Den Mund aufzumachen und rauszurücken mit der eigenen Wahrheit. Weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist, für sich und die eigenen Werte zu sprechen. Und die große Kunst dabei ist, das so zu tun, dass man die anderen damit erreicht. In der Schlussrunde beim letzten Seminar hat eine Teilnehmerin gesagt, ich finde das so toll zu sehen, wie in jedem Menschen eine Rednerin oder ein Redner steckt und wie die Menschen anfangen zu strahlen, wenn sie in diese Präsenz kommen. Lass uns daran arbeiten.